Simon und in diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie man Maßstabstextaufgaben behandelt, in denen eine Fläche gesucht ist. Zudem werden wir den Maßstab in Hinsicht auf Strecken und Flächen näher betrachten. Dabei kann ich dir als Vorbereitung auf dieses Video wärmstens andere Videos auf unserer Lernplattform empfehlen, welche ebenso den Maßstab behandeln. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Zur Erinnerung, der Maßstab gibt an, wie sehr ein Plan oder Modell die Längen im Vergleich zur Wirklichkeit verändert. Den Maßstab kann man beispielsweise wie folgt anschreiben. Einmal eine 1, dann ein Doppelpunkt und dann zum Beispiel 200. Dabei entspricht die 1 der Karte, dem Plan, und die 200 der Wirklichkeit, also der Realität. Man spricht dazu 1 zu 200 und das bedeutet, dass jede Strecke in Wirklichkeit 200 mal größer ist als in der Karte im Plan eingezeichnet. Vorsicht, achte dabei unbedingt auf die richtigen Einheiten und gib diese immer an. Betrachten wir nun eine konkrete Beispielaufgabe. Ein Architekt soll für mich eine Wohnung planen. Dabei gebe ich ihm vor, dass das Wohnzimmer, das mein Wohnzimmer, mindestens 30 Quadratmeter groß sein soll, da ich es zusätzlich als Arbeitszimmer verwenden möchte. Das heißt, ich brauche einfach diesen Platz. Das Wohnzimmer muss mindestens 30 Quadratmeter groß sein. Der Architekt entscheidet sich nun, eine Skizze, einen Plan anzufertigen mit einem Maßstab von 1 zu 200. Und dabei beträgt die Länge des Wohnzimmers einmal 3,5 cm und die Breite des Wohnzimmers beträgt in der Skizze 2,5 cm. Also, das geplante Wohnzimmer könnte dann in etwa so aussehen, ja? Mit einer Länge von 3,5 cm und einer Breite von 2,5 cm. Und die Frage, die wir uns nun stellen, ist, erfüllt das geplante Wohnzimmer die Mindestanforderung an die Größe der Fläche? Das heißt, ich bin der Bauherr und ich bin etwas misstrauisch und ich möchte überprüfen, ob der Architekt auch meinen Wünschen nachgegangen ist. Das heißt, ich möchte überprüfen, ob aus den gegebenen Größen, aus der Länge, der Breite und mit Hilfe des Maßstabes am Ende dann tatsächlich ein Wohnzimmer realisiert werden kann mit einer Fläche von mindestens 30 Quadratmeter. Wie gehen wir nun konkret vor? Also, unser erster Schritt wird es sein, wir müssen von den gegebenen Längen auf der Karte irgendwie auf die Wirklichkeit schließen. Der erste Schritt dabei ist, wir fertigen uns eine Tabelle an, wie ich es hier hingeschrieben habe. Oben in der Tabelle schreiben wir den Maßstab, 1 zu 200. In der linken Spalte dieser Tabelle finden wir die Längen, die im Plan eingezeichnet sind. Wichtig dabei ist, immer die richtige Einheit hinzuzuschreiben. Nun, mit Hilfe des Maßstabes wissen wir ja bereits, dass 1 cm in diesem Fall 200 cm in der Wirklichkeit entsprechen. Folglich 2 cm auf dem Plan entsprechen 400 cm in der Wirklichkeit und so weiter. Das bedeutet, dass wir unsere gegebenen Längen im Plan immer mit 200 multiplizieren müssen. Und das machen wir jetzt. Wie sieht unsere Rechnung also aus? Zunächst einmal, wenn du nicht mehr genau weißt, wie man mit Dezimalzahlen rechnet und hantiert, auch dazu gibt es ein Video auf unserer Lernplattform. Kommen wir jetzt zur Rechnung. Also, wir haben einmal die 3,5 cm mal 200 und das entspricht, wenn wir die 3,5 mit 2 multiplizieren, ist das 7 und beide Nullen kann man einfach hinzufügen. Das heißt, wir haben einmal eine 7 für 2 mal 3,5, 2 Nullen hinzu. Also haben wir 700 cm und dann haben wir noch die 2,5 cm mal die 200. Das heißt, 2 mal 2,5 sind ja 5 und dann können wir wieder beide Nullen einfach hinten dranhängen, also 500 cm. Und diese Ergebnisse tragen wir nun in die rechte Spalte dieser Tabelle ein. Also, ich habe nun bereits unsere ausgerechneten Werte hier in diese rechte Spalte hineingeschrieben. Was steht aber eigentlich in dieser rechten Spalte? Dort stehen die realen Längen des tatsächlichen Wohnzimmers. Wenn wir uns aber an die ursprüngliche Frage erinnern, wollen wir ja auf die reale Fläche des Wohnzimmers kommen, denn wir wollen ja überprüfen, ob diese mindestens 30 Quadratmeter beträgt.
Nun, wie kommt man von der Länge und Breite des realen Wohnzimmers auf die Fläche? Dazu habe ich Folgendes aufgeschrieben. Man muss nämlich die Länge mit der Breite multiplizieren, dann erhält man die Fläche. In unserem Fall wären das 700 cm multipliziert mit den 500 cm. Und man sieht, beide Zahlen sind schon bereits groß und das Ergebnis wird somit noch viel größer werden. Deshalb wenden wir einen Trick an. Wir wissen, dass 1 Meter entsprechen 100 cm. Also können wir hier diese Formel einfach umschreiben, indem wir statt Zentimeter einfach Meter hernehmen. Das heißt, die Fläche A ist einmal 7 Meter multipliziert mit den 5 Metern und das entspricht 35 Quadratmeter. Da diese 35 Quadratmeter größer sind als die 30 Quadratmeter, die von mir gefordert sind, bin ich zufrieden mit dem Architekten und obwohl ich sehr misstrauisch war, ist er all unseren Wünschen nachgegangen. Gehen wir abschließend noch auf den Zusammenhang zwischen dem Maßstab der Längen und der dazugehörigen Fläche ein. Gegeben waren bei uns einmal die eingezeichneten Längen 3,5 cm und 2,5 cm. Die Fläche berechnet man sich dadurch, indem man diese beiden Größen in Länge mit der Breite multipliziert und das würde bei unserem Fall 8,75 Quadratzentimeter entsprechen. Was haben wir dann gemacht? Wir haben dann praktisch die eingezeichneten Längen in die Wirklichkeit umgerechnet, also 700 cm und die 500 cm und haben uns dann diese Fläche berechnet. Das multipliziert ergibt uns nämlich eine Fläche von 350.000 Quadratzentimetern, was eben unseren 35 Quadratmetern entspricht. Vergleichen wir jetzt die Strecken bzw. Längen mit den Flächen. Wir sind von den eingezeichneten Längen auf die Wirklichkeit gekommen, mit Hilfe des Maßstabs, indem wir einfach diese Größen mit 200 multipliziert haben. Allerdings können wir sehen, dass das bei Flächen so nicht funktioniert. Multiplizieren wir nämlich die 8,75 mit 200, erhalten wir nicht diese 350.000 Quadratzentimeter. Wir sehen also, dass der Maßstab nur das Verhältnis der Längen richtig beschreibt. Nicht aber das Verhältnis der Flächen im Plan und in der Wirklichkeit. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Wir sehen uns gerne im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute.